Ich habe mir zu meinem Geburtstag von Gutschein ein Geschenk gegönnt, und zwar die Light Me Screen Sync Light Bar. Das ist eine Art Ambilight, wird per USB angeschlossen und per Software-App gesteuert, kann aber auch mit einer Handy-App gesteuert werden. Und das verspricht, dass man die Beleuchtung mit dem, was auf dem Bildschirm passiert, synchronisieren kann und dadurch halt so eine Art abgestimmte Hintergrundbeleuchtung hat, quasi das, was Philips mit dem Ambilight immer macht. Und was da so drin ist und was das, ob das was kann, das erfahrt ihr nach dem Intro. Ich habe diese Box jetzt schon mal geöffnet, aufgeschnitten. Und wir sehen hier schon Voice Support, also es soll auch mit Musik und sowas funktionieren. Wir haben Google Play Store, können wir die App laden. Wir können die im Apple, ja, für iOS und Android laden. Und halt eine PC-Version, die, wie man sieht, nur Windows 10 oder aufwärts unterstützt. Wir gucken da jetzt mal rein. Wir haben natürlich dieses tolle User Manual, das wahrscheinlich mal gleich gar nichts bringt, weil wird man wahrscheinlich in der App erfahren. Wir haben zwei Sockel, die lassen sich theoretisch, die sind so zum Aufstellen, die sollen sich aber auch an der Rückseite irgendwie befestigen lassen. Wir haben zwei Lightbars, stabiles Kunststoff. Ich glaube, das sind die besagten Dinger genau. Die Dinger sind gedacht, um sie an der Rückseite festmachen zu können. Die können wir quasi hier reinstecken und können das dann mit doppelseitigem Klebeband oder ähnlichem an der Rückseite des Bildschirms befestigen, wenn wir das Ganze nicht mit den Füßchen machen wollen. Womöglich haben wir hier sogar, doppelseitige Klebepads, sehr vorbildlich. Wir haben natürlich ein EU-Netzteil, Stecker an der Rückseite, und wir haben die Fernbedienung, mit der wir an- und ausschalten können, Farbe wechseln und die Themen, soweit ich weiß. Hier wird jeweils einer angeschlossen. Ich weiß gar nicht, ob hier links und rechts jetzt drauf steht. Man kann sie zumindest vermutlich nicht verkehrt rum einstecken. Hier die Stromversorgung. Hier der USB-Stecker, der dann in den Rechner gehen soll, damit man das mit der App steuern kann. Ja, und wie das Ganze funktioniert, werden wir nach dem Anschließen sehen, weil das werde ich jetzt mal ausprobieren. Ich habe das Ganze jetzt angeschlossen, um das hier ganz so mal schlicht wie möglich zu halten und nur einen kurzen Eindruck zu vermitteln, habe ich euch den Aufbau mal erspart. Ich habe es natürlich provisorisch erstmal aufgebaut, um zu testen. Und wie das Ganze so aussieht, zeige ich euch jetzt anhand von Gotham Knights, Mario 3D World und ich deiner Szene aus Bruce Allmächtig. Alles in allem für 61 Euro, beziehungsweise ich habe vielleicht gerade mal 20 bezahlt, nee, 10 glaube ich. Ich haue euch den Link in die Videobeschreibung. Finde ich das sehr gelungen, wenn man Bock auf sowas hat. Und das macht schon ein bisschen was her, wenn man das vom Augenwinkel mitkriegt. Aber seht einfach selbst.
Glas Wasser. Wie es aussieht, braucht man nachher Co-Moderator ein Glas Wasser. Entschuldigen Sie vielmals. Die weiteren Schlagzeilen. Der Premierminister von Schweden ist heute zu Besuch in Washington eingetroffen und meine winzig kleinen Nippel fliegen nach Frankreich. Was hat er gerade gesagt? Check mal den Teleprompter. Es ist alles in Ordnung. Ja, das ist das Light Me Screen Bar PC Kit mit der App, die habe ich euch jetzt nicht noch extra vorgeführt. Da könnt ihr wählen zwischen Videomodus, irgendwie Movie, Video und Game. Ich weiß nicht, warum Movie und Video jetzt verschieden ist. Ich habe es natürlich auf Game gestellt. Ich weiß nicht genau, inwiefern das jetzt das Ganze beeinflusst. Aber alles in allem für den ersten kurzen Eindruck. Ich freue mich auf die Zukunft mit viel Geflimmer am Rand und ein bisschen Atmosphäre, die dadurch erzeugt wird. Haut mir gerne in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Link, wie gesagt, findet ihr in der Videobeschreibung, bekommt ihr bei Amazon. Hat bei mir 2 Tage, glaube ich, so regulär gedauert, also kommt nicht aus dem Ausland. Man kann es auch direkt bei Lightme kaufen auf der Internetseite, die kann ich euch gerne auch verlinken, damit ihr auch direkt wisst, welche Software ihr wo herunterzuladen habt. Ja, ansonsten vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, vielen Dank fürs Zusehen oder Zuhören, je nachdem, wie ihr dieses Video jetzt konsumiert habt. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Video, vermutlich an einem Montag.